Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, eine lange Zeit ist es her. Ich habe in der Zwischenzeit nicht viel gemacht. Ja, es wird auch, wie bei Clash of Clans, das Ende sein. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau. Kommt drauf an, was ihr dazu sagt. Diesmal möchte ich euch nämlich fragen, wollt ihr davon noch weiter Videos sehen? Ich meine, es ist jede Woche dasselbe. Aufgaben machen, da bin ich auch gerade dabei. Aufgaben machen, Punkte sammeln, Belohnung sammeln und mehr ist es nicht. Ich finde es ziemlich langweilig und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also schreibt das mal in die Kommentare. Auf jeden Fall werden wir heute nochmal Punkte sammeln. Und zwar etwas, worauf ich lange gewartet habe. Unwetter 1. 4 Batterien braucht das Ganze und 2 Handschuhe, das ist ganz schön viel. Dann die Belohnung, 5 Woo Points, das ist eine ganze Menge, 4 Schäden, Reparaturkosten Mittel und 3 goldene Schlüssel. Dann klicken wir mal auf den Knopf und gucken es uns an. Okay. Blitze. Stromausfall. Wie immer eigentlich. Das ist ungewöhnlich. Also. Okay, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal Blitze Häuser kaputt gemacht haben, zumindest Hochhäuser, mit Blitzableitern drauf, aber gut. Dann haben wir die Aufgabe auch schon mal gemacht. Und dann Tokyo Town Gebäude. Müssen wir gleich mal gucken. Grüntalgebiete und Pariser Gebäude können wir auf jeden Fall machen. So, Tokio. Nee, das war Lateinamerika. Tokyo Town. 2 von 6 Holz, 1 Stoff brauchen wir. 2 von 6 Holz. Stadtlager voll, na toll. Dann verkaufen wir mal was. Davon mal 2. Von den Maßbändern brauche ich gleich noch welche, deshalb spare ich mir das noch auf. Und jetzt brauche ich natürlich noch einen Stoff. Machen wir nochmal 3 Plastik hier. So, ein Stoff. Dann nehmen wir jetzt die Aufgabe an und sammeln uns noch ein paar Punkte mehr. Da, Tokyo Town Gebäude. Und da haben wir das auch schon. So, Grüntalgebiete, Pariser Gebäude. Fehlt eigentlich nur noch ein Londoner Gebäude, haben wir alles einmal durch. Da waren die beiden Maßbänder. Ja, ich werde nicht alles machen. Ist ja eh, glaube ich, vielleicht das Ende. Deshalb werde ich das wahrscheinlich gar nicht erst wieder zusammensammeln, um die Ressourcen dann zu haben. Lieferung nach London. Okay. Stufe 16 erreicht.
Grünteilgebiete und Lieferung nach London. Ja, die Lieferung nach London machen wir auch. Kriegen noch mal ein paar Punkte mehr. Kriegen noch so einen Polizeihut dazu. Und noch mehr Punkte. Katastrophengebiete neu aufbauen, okay. Das gucken wir uns auch gleich an. Wir haben ja hier noch ein paar. Stahl und dieses, wiederverwertbare Stoff oder so. Ja, das können wir machen. Das können wir auch machen. So, ich weiß, dass wir noch drei dafür brauchen. Damit wir das Grünteilgebiet aufbauen können. Wir gehen nämlich jetzt mal rüber und machen das. Vielleicht kommt euch jetzt auch noch die Frage, ob ich vielleicht das Ganze als zweite Staffel neu starte. Ich glaube eher nicht. Ich meine, ich habe schon fast alles gesehen, ihr habt fast alles gesehen. Es gibt nichts mehr wirklich zum Zeigen. Deshalb macht das für mich wenig Sinn. Aber wenn ihr unbedingt wollt, könnte ich mir das auch vorstellen. Also das Spiel macht mir Spaß, aber auf Dauer wird das halt schon ein bisschen sehr langweilig. Also schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin da offen. Einfach reinschreiben, was ihr dazu zu sagen habt. So, dann hätten wir das hier schon. Dreimal Holz, zwei Mineralien. Das können wir auch locker machen. Da sind die zwei Mineralien und Holz braucht noch ein bisschen. Dann können wir es trotzdem schon mal annehmen. Da Katastrophengebiete neu aufbauen. Hätten wir schon das erste, noch einen goldenen Schlüssel. Ach ja, die müssen wir auch noch ausgeben. Die goldenen Schlüssel. Ich habe da nämlich noch was auf Lager, wofür wir das ausgeben könnten. Das dauert noch eine Weile. Dann machen wir das hier noch. Und dann gehen wir wieder zu Glücksspiel. Ja, da haben wir hier schon die 100% erreicht. Aber fehlt ja noch was. So, hier noch eins. Ich weiß, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber man kann nie genug davon haben. Nee, ich glaube, das gehört weiter nach hier oder so. Oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wo das hinkommt. Hier schon mal nicht. Ja, das sieht mir nach dem richtigen Platz aus. Und ich glaube, da müssen wir das da nochmal irgendwie verschieben. Vielleicht hier hin. Klappt das mit dem Bereich? Ja, sehr schön. Dann bauen wir halt noch eins hin. Luxus Casino. Man kann nie genug davon haben, Leute, wirklich. Jetzt haben wir hier überall 100% bei den Gebäuden. Das sieht man doch gerne. Wir haben fast 400.000 Einwohner.
Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt gestiegen ist. Hab nicht drauf aufgepasst. Jedenfalls können wir hier nochmal das so machen. Und dann das hier noch. Jetzt kriegen wir halt noch mehr Bewohner. Ja, 400.000 haben wir. So, noch ein Pariser Gebäude. Da müssen wir mal gucken. Mineralien und Fisch, ja, das könnte was werden. Und das eher nicht. Also Mineralien. Ach komm schon. Will mich das Spiel gerade verarschen? Moment. Jetzt aber. Dann mal rüber zum Frostfjord. Und ich habe natürlich keine neuen Fische gemacht. Ach Mann. Dann gucken wir mal rüber zu Heinz. Vielleicht hat er ja einen Fisch. Natürlich hat Heinz keinen Fisch. Dafür andere schöne, wertvolle Sachen, die man im Notfall auch verkaufen kann. Da müssen wir jetzt irgendwie 6 Minuten oder so zu bringen. 5 Minuten 21, okay. Dann gehen wir mal zurück und schauen nach noch mehr Aufgaben. Tor. Wir sollten auf ein Casino setzen. Was kann da schon schief gehen? Ach nichts. Ich habe eine Menge hier. Ja, jetzt genug. Haben wir noch irgendwas, wo wir was ausgeben können? Auf jeden Fall hier noch ein paar Volleyballfelder. Wie machen wir das? Ja, ich würde sagen einmal so. Und einmal so und dann das hier wieder zurück und das dahin. So, haben wir noch irgendwas, was wir hier reinmachen können? Ich würde nämlich gerne die 500.000 Einwohner erreichen. So als letztes Ziel. Wasserpark. Es hat nicht so viel Prozent. 20, 30, 20. Oh, okay. 35%. Nee, für die Diamantschlüssel, da wollte ich ja die Bürgermeisterstatue kaufen. Und das mache ich auf jeden Fall. Ich habe genügend von diesen Robopads. Was können wir da kaufen? Ah ja, Robopads. Na toll. Nehmen wir trotzdem mal das da, das da, das da und das da. Ach, recht nicht. Schade. Egal. Da haben wir schon eine Menge gekauft. Bildung. Wie sieht's denn mit Bildung hier aus? Ich habe noch dieses Gymnasium, die allgemeine Hochschule, die ich überall platzieren kann. Leider nur hier, ganz an der Ecke. 12.900, 14.000, 8.000, okay. Dann würde es hier weitaus mehr bringen. 6.150, 7.700.
2640. Was haben wir hier? 3300. Da machen wir das auch mal hier hin. 104. 1750. 600. Ah, 2300. Oh, den Londoner Busbahnhof, den wollte ich ja unbedingt mal bauen. Dann baue ich den mal, und zwar, wo kann man ihn hinbauen? Hier. 3250 Bewohner mehr. Damit haben wir hier irgendwo, ja, den Londoner Busbahnhof fertig. Für Big Ben reicht es noch nicht. Arc de Triomphe könnten wir bauen. Bringt das überhaupt so viel? 6.500. 4.500. Am 5.000. Na dann machen wir das mal hier. Ein bisschen nach Frankreich. Da haben wir es. Das Arc de Triomphe. Ja, Eiffelturm reicht natürlich nicht. Ich glaube, dafür habe ich auch nicht genug Häuser. Eiffelturm, da. Ja, 10 Pariser Gebäude. Oh, das sind natürlich viel Prozent. Wo kann man das denn hinstellen? Hier hin. Allein 14.000. Aber ich würde, wie gesagt, gerne die Bürgermeisterstatue haben. Moment, wo ist sie? Bei Parks, ganz am Ende. Und zwar, Moment, da, die ultimative Bürgermeisterstatue. Da fehlt auch nicht mehr viel. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne hier ein bisschen was von denen reinpacken. 1400. 1300. 1600 nur. 1900. Auch 1900. Dann hätten wir hier noch Sakura Parks. Die packen wir alle mal hier hin. Und noch einen. Ja, jetzt haben wir schon 450.000. Das ist schon eine ganze Menge. Aber ich habe da noch ein paar andere Sachen gesehen. Hier. Das Kaninchenkarussell. Kann man das noch hier hinpacken? Ja, kann man. Oder hier. Ja, 1000. Das ist sehr schön. 212, das ist nicht so viel. 701 ist schon besser. Schlittenpark. Machen wir mal dahin. Tannenbaum. Der hat eh nicht so viel Prozent. Deshalb lohnt sich's eigentlich kaum. Fünf. Der hat hier 5. Machen wir den hier hin. Neunhundert, okay, das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube, das war's hier auch schon. Jetzt haben wir alles gebaut. Ja. Dann Landschaft. Haben wir einige Seen übrig. Machen wir mal. Na komm schon. Dahin. Wir bauen hier so ein richtiges Gewässer jetzt. Nochmal so. Und dann hier mit den kleinen Seen.
Dann nehme ich mir doch nochmal den hier. Mach den hier hin. Haben wir mitten in der Stadt so ein richtig schönes Gewässer. Direkt neben dem Weihnachtsbaum. Erhöhte Promenade haben wir auch noch ein paar. Fast 200 und 100. Dann vielleicht noch hier hin. Na komm schon. Wie wäre es, wenn ich diese hier dahin mache? Oh ja, 800, das bringt auf jeden Fall mehr. Ist ein bisschen kompliziert mit den, die richtig hinzusetzen. Na komm schon. Ja, und jetzt? Nein. Ja, so rum. Sehr schön, da haben wir noch ein bisschen mehr an Bonus. Wo waren die nochmal? Da, grüner Weg. 275 und nochmal 275. Kleiner Akazienwald. Davon habe ich einige. Die setze ich jetzt einfach hier in die Lücke rein. Zusammen mit dem Espenhain haben wir hier so einen kleinen Wald, auch direkt in der Stadt. Und noch eins. Dann haben wir ja auch unseren kleinen Stadtwald. Nochmal alles durchgehen. Ob noch irgendwas hier ist. Ja, Winterwald. Damit können wir unseren Wald generell noch vergrößern. Jetzt bringen die natürlich kaum noch Bonus. Schwanensee haben wir noch, okay. Zusammen mit den Trauerweiden im Hintergrund. Und da haben wir hier direkt neben den Hightech-Hütten unseren kleinen verträumten Wald. Dann gehen wir mal kurz rüber. Ich habe komplett die Zeit vergessen. So, sammeln wir mal alle Fische ein. Und Pariser Gebäude. Ja, dann holen wir noch ein paar Punkte. Ich weiß nicht, was es danach noch so gibt. Da, Pariser Gebäude. Da haben wir es. Und da gibt es die Punkte. Frostfjord, okay. Müssen wir mal nachgucken. Eine Fischsuppe und noch eine Fischsuppe. Wie lange dauert so eine Fischsuppe? Ganz schön lange. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ansonsten gibt es auch nichts mehr, was man wirklich machen kann.
So, wie viele Bewohner haben wir jetzt? Da fehlt noch ein bisschen was. Wir haben noch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Eine Tasche, ein Metall. Okay. Dann brauchen wir noch eine Tasche. Machen wir mal rein. Wir können es uns ja leisten. Und hier auch, jetzt wo das Ende so gut wie da ist, nochmal so richtig verschwenden. Dann gehe ich nochmal alles durch. Hier gibt es nichts mehr. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann gucken wir mal hier. Nein. Aber am Berg, da haben wir noch was. So, 1204. Seilbahn. Ja. Und was haben wir noch? Bergsteigerlager. Hat auch so einen riesen Radius. Jetzt sind die ganzen Hütten nutzlos geworden, aber egal. Ja, jetzt haben wir fast 470.000 Einwohner. Kann man das noch ein bisschen nützlicher machen? Ich fürchte nicht. Schade. Dann lassen wir das so mit diesem Riesensee in der Mitte und dem kleinen Wald am Stadtrand grenzt das Industriegebiet ab von den Hightech-Hütten hier. So Leute, ich glaube, das war's dann mit der Folge. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das weitersehen wollt. Nächste Folge wird dann wahrscheinlich die letzte Folge sein mit den 500.000 Einwohnern und vielleicht auch mit den 250 Platin-Schlüsseln, die hätte ich nämlich auch noch gern. Gucken wir mal kurz auf die Bestenliste, nur um sicher zu gehen. Ja gut, das ist natürlich eine Menge Abstand zum ersten Platz. Und selbst dann würde es nicht reichen. Aber 15 Diamantschlüssel sind auf jeden Fall eine Menge. Ja Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.